Wir sind in Hamburg zum Monster Hunter Stammtisch mit der Steffi von Capcom. Hallo Steffi, wie geht's dir? Mir geht's gut, vielen Dank. Ja, der erste Stammtisch jetzt für Hamburg. Wie ist so die Resonanz? Sehr, sehr gut. Also man muss tatsächlich dazu sagen, es ist der erste Stammtisch zu Monster Hunter Generations Ultimate auf der Switch, weil wir haben ja schon Stammtische zu Monster Hunter 4 Ultimate gemacht und auch zu Monster Hunter Generations. Wir haben jetzt hier die Location gewechselt und sind in einer wunderbaren Rahmenbar und haben auch alle fleißig vor der Jagd erstmal gegessen, haben uns gestärkt, so muss das ja sein für Monster Hunter. Und ich glaube, dadurch war die Stimmung auch direkt perfekt, weil der Magen war voll und dann hat es sich umso besser gejagt. Wie macht ihr das hier genau? Können sich die Leute einzelne Gruppen suchen und dann wird gejagt? Oder sagt ihr quasi, wir haben jetzt hier die Quests für heute und die müssen wir abarbeiten? Eigentlich ist es immer relativ offen. Also wir haben immer einen Teil, wo man sich beteiligen kann, wo wir den Leuten Aufgaben geben, wenn sie Bock drauf haben. Aber ansonsten kann man auch einfach zum freien Jagen herkommen, weil gerade das ist ja immer das Schöne am Stammtisch, dass du halt Leute hast, mit denen du direkt in der Kommunikation bist und halt auch wirklich schwere Quests halt machen kannst, wo dann Leute sind, die dir auch mal mit deiner Key-Quest helfen, falls du so irgendwie vom Nakakos scheiterst und sagst so, je, 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 das kriege ich niemals hin. Oder falls du Deviant-Monster farmen willst, dann ist das hier meistens die beste Anlaufstelle dafür. Und dann gibt es halt auch immer ganz viele Leute, die quasi einen Abend herkommen und ihre eigene Aufgabe und Quest mitgebracht haben und dann glücklich damit nach Hause gehen. Das ist halt immer eine sehr schöne Mischung, auch aus erfahrenen Jägern und neueren, neu dazugekommeneren Leuten. Von daher ist es halt immer so eine bunte Mischung. Heute haben wir ja zum Beispiel den Fashion Hunter Contest gemacht, mal ganz neu. Also das ist tatsächlich eine sehr coole Idee gewesen, weil ich habe ja bei meinen Stammtischen immer Helfer bei jeder Stadt. Und das war jetzt die wunderbare Idee von Jonas, zu sagen, hey, lass doch mal gucken, Fashion Hunter brauchen wir. Und ich bin ja selber ein überzeugter Ultra-Fashion Hunter, von daher war mir das ein sehr wohliges Spiel für die Community. Das ist ja jetzt auch ein neues Feature in Monster Hunter Generation Ultimate, dass du jetzt quasi deine Rüstung mit den Stats behalten kannst, aber dir natürlich ein anderes Outfit dafür aussuchen kannst, genau. Wenn du sagst, du magst irgendwie die Rathalos-Rüstung extrem gut und willst aber natürlich nicht deine Stats verlieren, kannst du diese jetzt halt quasi da drüber entwickeln. Genau, das Rüstungstransferieren Feature, das wir jetzt haben, und darin war es auch tatsächlich angelehnt, weil wir ja jetzt endlich unserem Fashion Hunterism voll nachgeben können und aber auch dafür ein bisschen was erspielen müssen, denn man muss ja jedes Mal, wenn man so eine Rüstung transferiert, weil also die du anzeigen lassen willst und die du transferieren lassen willst, brauchst du beide. Also du wirst es nicht hinterhergeschmissen bekommen, aber für Leute, die sagen, okay, ich habe ein Ziel, ich will dahin, ich will so aussehen, aber die Stats, go for it. Wir haben ja jetzt quasi den G-Rank mit dazu bekommen. Kannst du ja mal kurz noch erklären, für die Leute, die es nicht kennen, was das genau ist? Genau, also die meisten Monster Hunter Teile erscheinen immer im Standardspiel und dann noch im G-Rank. Der G-Rank ist dann immer noch mal eine Erweiterung mit noch schwereren Quests. Die Monster kriegen zum Teil neue Movesets, sind auch noch mal in schwereren Varianten vorhanden. Und ja, da geht es halt noch mal so richtig ans Eingemachte. Also das ist sozusagen die Königsdisziplin eines Monster Hunter Titels, den G-Rank durchzuspielen. Und den haben wir ja jetzt in Generations Ultimate. Und dazu gekommen haben wir zwei neue Jagdstile. Wir haben eine riesige Menge an neuen Deviant-Monstern dazu bekommen. Und also es ist wirklich so viel Content nochmal dazu gekommen. Da bleibt eigentlich kein Auge trocken dieses Mal. Genau, das höre ich ja auch von vielen, dass gerade wenn man jetzt sagt, man ist jetzt bei Monster Hunter World mit dabei, warum soll ich mir jetzt nochmal den Generation Ultimate Teil holen? Ja, einfach wegen dem Content, weil der extrem breit ist. Also wir haben ja wirklich alles jetzt mit reingehauen, was noch vor World halt stattgefunden hat. Und das ist natürlich, also da hat man so viel zu tun, dass man, glaube ich, nicht mal mehr die 300 Spielstunden reichen, sondern eigentlich nochmal 500 drauf müssen. Ich glaube schon, das ist schon ganz richtig, wie du das sagst, weil wir haben halt alleine mit den Jagdstilen, wenn du damit rumprobieren willst, wird es halt mannigfaltig. Wir haben den Pirscher, das heißt, du kannst als kleiner Feline durch die Gegend strapsen. Da gibt es ja unterschiedlichste Klassen, das heißt auch noch, da hast du ordentlich zu tun, alle deine Katzen zu suchen und dann die richtigen Ausbildungen denen zu geben. Und es ist auch der Monster Hunter Teil mit den meisten Monstern bis jetzt, die wir jemals rausgeholt haben. Und Generations war ja auch der Name dafür, weil es halt alle vorherigen vier Generationen sozusagen verbindet. Das war ja auch immer das, deswegen hieß der erste Teil ja auch Monster Hunter Cross in Japan, um der Cross
ne? Quasi die vier Wege, die sich treffen, alle vier Generationen, die aufeinandertreffen in Generations. Und das, dem Ganzen wurde jetzt sozusagen nochmal das Ultra-Krönchen aufgesetzt und das kriegt man alles in Generations Ultimate. Für Spieler aus World zum Teil, denen fehlen vielleicht ein paar Komfort-Features. Es ist ein sehr, sehr klassisches Monster Hunter. Davon lassen sich Veteranen natürlich nicht abschrecken und es ist eigentlich an einigen Stellen auch nur ein Umdenken, aber wie gesagt, man wird mit so viel Content und mit so viel geilen Jagdfertigkeiten belohnt, dass man da eigentlich gar nicht so lange mit beschäftigt ist. Genau, also das ist ja auch das, was bei Monster Hunter World, glaube ich, eher so war. Sollte ja zugänglicher sein für viele. Und mit, glaube ich, Generation Ultimate hat man den Fans nochmal so ein Bonbon eigentlich gegeben. Also ein Dankeschön, kann man fast sagen. Ja, das trifft es, glaube ich, sehr gut. Das ist auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön an die Fans. Letzte Frage, was wäre so dein Lieblingsmonster, gegen was du eigentlich gerne immer wieder kämpfen könntest? Also tatsächlich, ich mag ja immer die Monster, die alle sonst ganz schrecklich finden. Zum Beispiel bei World immer Basic Goose, wie ich immer mich gefreut habe im Stream, wenn Basic kam. Und bei Generations Ultimate ist es auch immer noch der Malfestio, würde ich behaupten. Also ich liebe ja den Catcher-Watcher und bin immer ganz traurig, wenn ich ihn bekämpft habe. Und so, ach Schnuffi, es ist nicht so schlimm, alles wird wieder gut. Aber Malfestio ist einfach geil. Ich liebe das Design von dem Monster, ich liebe die Attacken, es ist alles perfekt. Die Rüstungen sind mega geil und den kriegen wir jetzt in einer neuen Deviant-Form im G-Rank. Ich bin also, ich schabe quasi schon mit den Hufen, denn er ist mein erklärtes allererstes Ziel. Und der kann ja zum Beispiel dich als Spieler einschläfern. Das ist schon relativ gemein, das machen auch nicht so viele Monster. Und was auch relativ gemein ist, er dreht deine Steuerung um. Und das macht er auch alles gerne in Kombination hintereinander weg. Und manchmal weißt du gar nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Bist du so, oh Gott. Aber das liebe ich an dem Monster. Es ist halt echt eine Herausforderung, das zu bändigen. Und jetzt freue ich mich auf den G-Rank, weil der kann auch noch unsichtbar werden. Wenn ihr auf jeden Fall viel Content haben wollt und Monster Hunter liebt, dann holt euch dieses Spiel. Es ist für die Switch jetzt raus. Wie gesagt, ihr müsst nicht mal unbedingt neu anfangen, wenn ihr schon einen Speicherstand bei den 3DS habt. Ihr könnt es einfach rüberholen. Das ist auch sehr einfach erklärt. Und im Allgemeinen, es gibt eine sehr große Community. Ihr findet eigentlich immer jemanden zum Spielen. Genau. Wir haben ja auch auf Facebook im Besonderen eine große offizielle Monster Hunter Community-Gruppe, die wir als Capcom direkt verwalten und ich federführen. Und einfach da rein, da Leute suchen. Wir sind jetzt fast 5000 Leute in dieser Gruppe. Also wenn sich da nicht die Richtigen finden, wo denn sonst? Und ja, tatsächlich, schreibt mich an. Und wir sind ja nicht nur in Hamburg unterwegs, wir haben auch einen Stammtisch in Köln, in Berlin und in München. Also wir sind relativ flächendeckend unterwegs. Und ich habe gehört, dass wir vielleicht auch demnächst in Leipzig mal sind. Vielleicht, wer weiß. In diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir allen nochmal eine fröhliche Jagd und seid dabei und habt Spaß. Ja, happy hunting!